geht's im DFB-Pokal zur Spielvereinigung Unterhaching. Enno, hallo, euch allen hallo und ins Homeoffice. Wir werden von mehr als 4000 Fans am Sonntag begleitet, also da wird eine gute Stimmung für die Mannschaft herrschen. Die Fans haben Vorfreude, wir haben Vorfreude, ich hoffe ihr auch. Marco, vorab noch die Information zum Kader. Alle Spieler sind fit, bis auf Jeff Raoleo und Masaya Okugawa, die individuell trainieren. Bitte. Sehr schön, danke. Ja, es war jetzt nochmal eine Woche der Entscheidungen. Sie haben es ja angedeutet, letzte Woche in Italien. Es fallen diese Woche ein paar Entscheidungen. Jetzt habt ihr ja gerade mitgeteilt, die Kapitänsfrage ist gelöst. Ermedin Demirovic wird Kapitän, Stellvertreter Niklas Dorsch und Elvis Redzepi. Können Sie vielleicht ein Wort dazu sagen, was für Sie den Ausschlag für diese Wahl gegeben hat? Ja, ich glaube, eine sehr gute Entscheidung. Alle drei Spieler identifizieren sich voll mit dem Club, gehen mit Leistung und Einsatzwillen voran, mit Biss voran, auf dem Platz, neben dem Platz sind sie engagiert, für ihre Mitspieler auch irgendwo einzustehen. Und von daher, glaube ich, haben wir da eine sehr gute Wahl gemeinschaftlich getroffen. Dass jetzt Ermedin Demirovic den Vorzug von Niklas Dorsch bekommen hat, vielleicht können Sie da noch ein kurzes Wort sagen, was da den Unterschied für Sie jetzt am Ende ausgemacht hat? Ja, es sind sicherlich Nuancen. Nochmal, beide haben auch klar betont in einem persönlichen Gespräch, es ist ihnen egal, wer die Binde dann am Ende trägt. Sie werden trotzdem mit allem, was sie haben, vorangehen. Und bei Demi war es so, er kam hierher eigentlich als Neuling und war sofort Anlaufpunkt. Wir haben im letzten Jahr häufig darüber gesprochen. Er geht einfach in jedem Spiel, in jedem Training voran, ist sehr, sehr positiv. Hat im letzten Jahr wirklich die Mannschaft auch in vielen, vielen Spielen gezogen. Und Dorschi war ein ganzes Jahr leider verletzt und trotzdem hat er den Anspruch, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Und deswegen sind es meine drei Kapitäne. Es liegt sicherlich alles sehr nah beieinander. Vielleicht noch ein Wort zu Demirovic. Jetzt gegen Neapel, nach 75 Minuten haben Sie ihn ja runtergenommen. Ist er schon bei 100%? Also ist er schon Kandidat, 90 Minuten durchzuhalten? Oder ist er noch ein bisschen auch in der Aufbauphase, gerade nach seiner Verletzung? Nein, er ist noch nicht bei 100%. Das kann er auch nicht sein, aber er ist auf einem guten Weg. Eine andere Entscheidung, die ja diese Woche noch fallen sollte, war die Nummer 1. Können Sie da Klarheit schaffen, wer im Tor stehen wird? Finn ist die Nummer 1, Thomas die Nummer 2, Marcel die Nummer 3. Ich glaube, Finn hat tolle Leistung gezeigt, hat bestätigt, warum wir ihn hierher geholt haben. Auch Thomas hat gute Spiele gezeigt, hat die Entscheidung sehr positiv aufgefasst. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Mannschaft. Er ist sehr beliebt im Team und ich finde, dass wir jetzt in dieser Konstellation sehr gut aufgestellt sind. Ist das auch die Aufstellung schon also im Tor für Sonntag oder planen Sie im Pokal anders, dass da eventuell die Nummer 2 zum Einsatz kommt? Finn Dahm ist die Nummer 1 und steht im Pokal und in der Liga am Tor. Haben Sie die Befürchtung vielleicht, dass Thomas Kubek sich jetzt noch anderweitig umgucken könnte, den Verein vielleicht verlassen will? Gab es da schon irgendwie Hinweise darauf? Das hoffe ich nicht, glaube ich auch nicht, hat das nicht angedeutet. Nochmal, ich bin sehr, sehr glücklich, was wir für eine Konstellation jetzt im Tor haben und Thomas ist ein wichtiger Teil. Blicken wir vielleicht noch mal kurz jetzt auf die Vorbereitung. Jetzt ist sie ja tatsächlich vorbei. Ihr Resümee der vergangenen Wochen jetzt vor dem ersten Pflichtspielauftakt. Ich habe richtig Bock auf meine Mannschaft. Ich glaube, sie hat Spaß gemacht in der Vorbereitung. Wir haben tolle Charaktere dazugeholt. Wir haben eine gute Energie in der Mannschaft, auf dem Feld. Wir haben sehr starke Testspielgegner gewählt, um einfach auch zu sehen, wo stehen wir, wo haben wir Schwächen, was machen wir gut. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und jetzt gilt es, diese Leistungen in die Pflichtspiele zu transportieren. Und wir fangen an mit einem Pokalspiel. Da geht es um das Ziel, eine Runde weiterzukommen. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Aber in Summe haben wir gut gearbeitet, viel an den Basics gearbeitet. Passquote, Zweikampfquoten, offensiv, defensiv, Standardsituationen. Und dann eben an unserem Spiel, gerade in Ballbesitz, das eine oder andere angepasst. Habt ihr auch schon einiges gesehen. Aber ich glaube, dass wir in Summe auf einem guten Weg sind, dass wir gut gearbeitet haben. Wir haben eine junge Mannschaft. Das wird schon so sein, dass wir vielleicht auch mal die eine oder andere Leistungsschwankung bei dem einen oder anderen Spieler haben. Aber auch da haben wir gegengesteuert und mit Sven als Beispiel auch die eine oder andere Erfahrung reingeholt. Und nochmal, wie die Mannschaft sich präsentiert, wie sie lebt in der Kabine, auf dem Feld, neben dem Platz, ist top. Und jetzt gilt es, das in Ergebnisse fortzuführen.
Darf ich vielleicht doch noch mal kurz auf die Torwartposition zurückkommen? Was hat für Sie jetzt letztlich, Sie haben ja auch von einem Bauchgefühl vielleicht geredet, dann bei der letztlichen Entscheidung, was hat jetzt für Sie den Ausschlag oder in Zusammenarbeit mit Marco Kostmann natürlich den Ausschlag für Finn Dahmen letztlich gegeben? Ja, das sind natürlich wirklich Details, die da auch mit entscheidend sind. Ich glaube, das, was Finn hat, ist diese Gewandtheit, dieses wirklich Flinke. Und man hat gesehen in den Spielen die ein oder andere 1-gegen-1-Situation, wenn er auf dem Boden liegt, wie schnell er wieder da ist. Das war wirklich beeindruckend. Und deswegen ist die Wahl auf Finn gefallen. Andere Positionen, Positionen sind ja noch etliche offen, aber gerade in der Innenverteidigung. Wie planen Sie da am Sonntag? Ist das, Frederik Winter hatten Sie ja angedeutet, dass der sich empfohlen hätte zu spielen. Können Sie da was sagen, wie es am Sonntag aussehen könnte? Hat sich empfohlen, Freddy Winter, Maxi Bauer hat sich empfohlen, Felix Udokai hat sich empfohlen, Paddy Pfeiffer hat sich empfohlen. Also ich glaube, dass alle vier wirklich gut gearbeitet haben und sicherlich alle verdient hätten, auch zu spielen. Ist das Spiel am Sonntag dann schon ein Blick auch auf die Woche drauf, wo ja Pfeiffer definitiv fehlen wird wegen seiner Sperre? Also haben Sie die Überlegung jetzt schon am Sonntag so zu spielen, wie Sie vielleicht auch gegen Mönchengladbach spielen? Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, immer die bestmögliche Mannschaft aufs Feld zu stellen, die dann auch für das jeweilige Spiel zur Verfügung steht. Und von daher lassen wir die Sperren außer Acht von Robert und auch von Patrick und die Besten werden spielen. Können Sie vielleicht mal ein kurzes Update zu Jeffrey Rovelio geben? Wie geht es ihm eigentlich? Wann rechnen Sie wieder mit ihm und wie hat er das jetzt aufgenommen, dass er ja kein Kapitän mehr sein wird? Ja, er ist immer noch verletzt, trainiert individuell, aber auch schon Teile auf dem Platz. Das ist sehr positiv. Marinko Jurendić und ich haben ihn persönlich vorab informiert, dass wir uns diesbezüglich neu aufstellen. Und er hat das sehr, sehr professionell entgegengenommen und hat ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und ja, jetzt trainiert er gerade individuell und ist dann hoffentlich auch bald wieder zurück. Gehen wir in die virtuelle Runde. Marion Buckluger mit der ersten Frage. Hallo, grüß dich. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Mannschaftsrat. Du hast ja gerade gesagt, dass du drei Kapitäne hast und da ist ja auch Finn Dahmen mit drin im Mannschaftsrat als Vertreter. Der SSC Nummer 1 wurde ja gerade auch schon gesagt. Mats Petersen als älterer Spieler, der schon länger da ist, ist mit drin, aber auch Sven Michel. Heißt es jetzt für ihn, dass er einen Stammplatz schon in Aussicht hat in naher Zukunft, weil das hat er ein bisschen angedeutet, dass er sich den erarbeiten möchte? Das wäre die erste Frage. Dann werden wir jetzt das erste Spiel auch haben mit Sportdirektor Marinko Jurendić auf der Bank neben dir. Das hat er ja gesagt, dass er auf der Bank sitzen wird. Was sagst du dazu? Weil diese Bankthematik, wer da immer bei dir sitzt und wer nicht, führte ja immer auch zu Diskussionen in den unterschiedlichsten Konstellationen. Und wie waren da die ersten Tage in der Zusammenarbeit? Und die dritte Frage, die immer wieder gestellt wird, gab ja da auch ein legendäres Interview von dir mit dem BR, die Rechtsverteidigerposition, nach der jeder schreit, wo du ja schon geantwortet hast, dass du ja der Meinung bist, wir haben ja da zwei Personen, die das gut ausfüllen können. Aber ist da schon was in Aussicht? Wie sieht es da aus? Das wären meine drei Fragen. Danke. Also Marion, vielen Dank für deine drei, vier Fragen. Also ich bitte dich einfach in Zukunft vielleicht immer mal eine nach der anderen zu stellen. Das wirkt leicht überfordernd für mich. Aber nochmal zur ersten Frage. Also es geht immer nach Leistung und natürlich hoffe ich, dass möglichst viele aus dem Mannschaftsrat dann am Ende auch auf dem Platz stehen. Das ist schon die Intention, aber es geht immer nach Leistung und die Besten werden spielen. Diese Leistungskultur, die müssen wir pflegen, gerade bei einer so ausgeglichenen Mannschaft, wie wir sie jetzt haben. Die zweite Frage, die Zusammenarbeit mit Marinko ist super, er macht sich natürlich erstmal ein umfassendes Bild und braucht hierfür natürlich auch ein bisschen Zeit, aber der Austausch ist sehr gut, ist sehr zielführend und ich glaube, dass er dann jetzt auch auf der Bank sitzt, das wird ihm dann einfach auch nochmal ein Gespür geben für die Mannschaft, für uns als Trainerteam, wie wir ticken, bis hierhin ist die Zusammenarbeit sehr gut. Und die letzte Frage war Rechtsverteidiger. Wie ich es gesagt habe, ich glaube, dass wir mit Robert die defensive Lösung auf dieser Seite haben, dass auch Mats Petersen oder Cullina auf dieser Seite spielen können.
Wir haben mit Freddy Jensen und Arne Engels zwei offensivere Lösungen auf dieser Position, die das in der Vorbereitung gegen gute Gegner super gemacht haben. Und von daher sind wir da gut aufgestellt. Eine Frage von Martin Morawetz von der dpa. Hallo Herr Maaßen. Ja, es wird tatsächlich nur eine Frage. Top. Manni Schwabel hat so ein bisschen in seiner bayerischen Gemütlichkeit gesagt, dass er vielleicht vor dem Spiel am Sonntag mit Stefan Reuter ein Weißbier trinkt, vielleicht nachher noch ein Weißbier trinkt. Das klang also so bayerisch gemütlich. Besteht die Gefahr, dass man sich als FC Augsburg von sowas einlullen lässt? Nein, absolut nicht. Wir wissen, wie wichtig es ist, gut in die Saison zu starten, und wir wollen in dem Pokal so weit wie möglich kommen. Und dafür müssen wir die Hürde Unterhaching nehmen. Es wird ein kleiner Hexenkessel sein. Wir wissen auch, was uns in Unterhaching erwarten wird. Es wird eine gewisse Aufstiegseuphorie auch noch vorhanden sein. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Und von daher brauchen wir eine sehr, sehr konzentrierte Leistung. Wir sind der Favorit. Es ist unser Anspruch, eine Runde weiterzukommen. Ich finde überragend, wie viele Fans mit dabei sind. Das zeigt auch, dass die Mannschaft Bock auf uns hat, die Fans Bock auf die Mannschaft hat. Und ja, wir wollen am ersten Pokalspieltag eine Runde weiterkommen. Und wir werden mit wenig Gemütlichkeit nach Unterhaching fahren. René Kirsch vom Bayerischen Rundfunk, bitte. Danke, hallo in die Runde. Das ist auch meine Frage. Wie gefährlich ist dieses Los Unterhaching eben mit dieser Aufstiegseuphorie? Mal nachgefragt bei Michael Ballack. Ich weiß, es war kein Pokalspiel, sondern die Deutsche Meisterschaft, die sie mal in Unterhaching versenkt haben. Und ich weiß auch, dass du wahrscheinlich nicht viel auf solche historischen Dinge gibst, aber die Gefahr, dass man bei so einem Club in so einem Spiel auch mal ausscheidet, ist schon real. Ja, ich selber stand schon als Trainer auf der anderen Seite und habe es auch geschafft, höherklassige Clubs dann zu schlagen. Also von daher weiß ich schon, was uns dort erwarten wird und welche Gefahren dort auf uns lauern. Aber hey, wir müssen unsere Leistung zeigen, die wir in der Vorbereitung über weite Teile gezeigt haben. Jetzt natürlich in einem Pflichtspiel. Das ist dann noch vielleicht eine andere Drucksituation. Aber wir sind gut vorbereitet und werden mit Vollgas und mit viel Freude nach Unterhaching fahren. Da würde ich gerne die Nachfrage stellen, wenn das Mikro noch offen ist. Wie ist es denn in der anderen Kabine, wenn man so einen großen Gegner vor der Nase hat? Und wie ist da die Energie und die Emotion vor so einem Spiel? Ja, das ist ein Spiel, wo du nur gewinnen kannst als Underdog. Und dementsprechend freust du dich, dass du in so einem großen Wettbewerb dabei bist, dass du... Es ist ja auch nicht alltäglich, von einem ausverkauften Haus zu Hause spielst, willst natürlich dann einfach glückliche Menschen sehen. Und von daher werden sie alles reinhauen, was sie haben. Und wir aber auch. Und wie verhindert man, dass man als eigene Mannschaft den Underdog unterschätzt? Ja, indem man die Dinge anspricht und vielleicht auch mal den Jungs mal die Gefühlslage der Unterhachinger schildert. Und das werden wir sicherlich tun. Und trotzdem werden wir ganz, ganz viel auf uns gucken. Und es geht darum, dass wir unsere Leistung auf den Platz bekommen. Dann haben wir auch eine gute Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen. Danke. Sehr gut. Keine weiteren Fragen angemeldet. Dann Dankeschön. Und wir sehen uns am Sonntag in Unterhaching. Ciao, ciao. Danke, ciao. Schon versiegt.